Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil mit der Reihe Gedanken. Wo kommen Gedanken her? Schlussendlich weiß man es nicht. Aber was man weiß, ist, Gedanken kommen aus der Vergangenheit. Man hat gelernt, irgendwann zu denken, wenn das Gehirn entwickelt war. Und dann wird es weiter geprägt durch Erziehung, durch Schule, durch sonstige Maßnahmen. Und dann können wir denken. Somit ist das Denken immer geprägt und immer begrenzt. Und je nachdem, wo man gelebt hat, was man erfahren hat, wie man konditioniert worden ist, so beginnt man zu denken. Wir haben Glaubensmuster, die in die Gedanken mit reinspielen. Wenn man denkt, zum Beispiel, ich bin frei in meinen Entscheidungen, ob ich zum Beispiel einen Porsche kaufe oder einen BMW oder einen Mercedes, dann kann man sagen, man ist nicht wirklich frei, denn es hat immer seinen Grund, warum man gewisse Dinge auswählt. Warum brauche ich gerade einen Mercedes? Weil er mir gefällt oder weil ich damit etwas erreichen möchte, bekommen möchte, ansehen möchte. Es hat also immer einen Grund. Und so ist man nicht komplett frei zu wählen, was man macht, sondern man hat ein inneres Programm, warum man eben genau das und das wählt. Und so haben wir auch gewisse Programme, wie wir denken schlussendlich. Glaubenssätze, Glaubensmuster, Erlerntes. Ja, in der Schule haben wir vielleicht gelernt, wir müssen immer nachdenken, bevor man was macht. Nun, dann gibt es immer die, die gar nicht denken und einfach machen. Und so die Mitte fehlt dann vielleicht. Denken ist gut, nur wir haben in der heutigen Zeit gelernt, zu viel zu denken. Zu viel Wissen anzuhäufen, mit diesem Wissen zu denken, wie man Maschinen baut, wie man die Kinder erzieht, das steht in Büchern, sagt man, das muss man dann lesen, lernen, machen. Ja, und das, was man durch zu viel Denken verliert, ist eben, zum Beispiel in der Kindererziehung, die Intuition. Und so handelt man, weil irgendjemand das gesagt hat und man denkt dann drüber nach, ah, der hat gesagt, wenn das Kind so macht, dann muss ich so handeln. Warum muss man das? Ich gehe in andere Kulturen und die erzählen vielleicht irgendwas anderes oder genau das Gegenteil. Und so haben wir in vielen Bereichen gelernt zu denken, was natürlich nicht schlecht ist, aber im Zwischenmenschlichen ist Denken nicht immer gut. Wenn es um den Lebensweg geht, ist die Intuition, das Herz manchmal besser, oft besser als das Denken. Natürlich sollte man irgendwie, wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, die Mischung finden zwischen Denken, Fühlen und Handeln. Aber Hauptproblem ist, man denkt zu viel. Man muss so viel wissen heutzutage, so viele Zettel ausfüllen, so viele Formulare. Man muss dann nachdenken, wie macht man was. Da gibt es dann Google oder andere Internetseiten. Da schaut man, wie es geht, muss denken, habe ich es richtig, habe ich dies, habe ich das. Und durch dieses ganze Gedenke, diese ganze Denkerei, führt dazu, dass man gar keine Zeit mehr hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Zu fühlen, wie sich das Leben überhaupt anfühlt. Fühlt sich das gut an, was ich mache? Fühlt sich das gut an, wenn ich immer nur Formulare ausfüllen muss? Oder bin ich vielleicht an einer anderen Stelle besser aufgehoben, wenn ich auf mein Herz höre? Und wenn man ein bisschen weniger denkt oder viel weniger denkt, wäre es oft besser für die meisten Menschen. Denn je weniger man denkt, vielleicht so in den richtigen Bereichen natürlich, wenn man irgendwelche Arbeiten macht oder einen Tisch zusammenbastelt, dass man die mechanischen Komponenten sich gut erdenkt. Aber das war es dann auch schon. Und viele versuchen eben gerade auch im zwischenmenschlichen Bereich das Denken einzusetzen. Ah, liebt er mich wirklich? Ah, da gibt es dann 50 Anzeichen.
Und wenn die davon drei zutreffen, dann liebt er mich. Wenn nur vier zutreffen, dann auch. Wenn nur zwei zutreffen, dann nicht. Und so weiter und so fort. Und dann denkt man auch danach. Oder psychologische Probleme müssen gelöst werden, indem ich drüber nachdenke. Ja. Aber die meisten kommen davon gar nicht los. Die meisten finden keine Lösung, wenn man denkt. Denn Denken ist immer nur begrenzt. Und man müsste lernen, das Denken eben gezielt an richtigen Ort und Stelle einzusetzen. Und nicht immer zu über alles nachdenken wollen und erklären wollen. Ja, auch in der Naturkunde, man denkt nach, Schulmedizin, man denkt nach. Und manchmal ist es besser, wenn man einfach was tut. Statt zu viel zu denken, zu viele Proben zu nehmen, zu viele Blutanalysen zu nehmen. Sondern einfach mal dem Menschen zuhört, der da sitzt. Was will der mir überhaupt sagen? Nun, das war's vom dritten Teil zum Thema Denken. Freue mich auf das nächste Video, auch wieder zum Thema Gedanken. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch wissen wollt oder wie euch die Videos gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder. Bis bald. Ciao, ciao.